Mal anschauen. Nun, Alex, wie geht's den Verwundeten? Gut, wir haben alles im Griff. Ich brauche noch Balsamblätter. Sind genug da. Damit kriegen wir das Zebra gesund. Das hoffe ich. Danke. Weißt du, Simba, die Verletzungen sind gar nicht so schlimm, wie es zu befürchten war nach der Schlacht. Wie schön. Kommen alle über den Berg? Medizin und Verbandszeug haben wir genug. Das Problem ist nur, wie sollen wir sie satt kriegen ohne Gras? Nun, ich werde mich gleich darum kümmern, wenn ich nur wüsste, wo man hier Gras herbekommt. Überall Steppe. Hä? Du stöhnst ja so. Ich stöhne, weil es mir schmeckt. Glaub ich gern. Du hast deine Medaille wieder benutzt, um Käse zu zaubern, stimmt's? Ja, gleich 10-mal hintereinander, sonst komme ich aus der Übung. Willst du kosten? Das ist holländischer. Edamer, glaube ich. Schweizer wäre mir lieber, wie damals bei den Piraten. Ha, typisch. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Dabei schmeckt Edamer viel besser. Aber bitte, wenn du unbedingt willst, meine Medaille zaubert auch Schweizer Käse her. Danke, XL, du bist ein wahrer Schatz. Was war hier? Ich hab euch heimlich beobachtet. Irgendwie weiß ich nicht, wie das geht mit dem Zauber, aber beim Essen, da bin ich dabei. Könnt ihr mir einen Knochen bestellen? Ich nicht, aber XL vielleicht. Es klappt nur mit seiner Medaille. Übe erst mal sehen. Oh, Albert, nicht rum. Ihr wollt nur nicht mit mir teilen. Hey, du hältst uns für Geizkragen. Jungs, ich wollte euch nicht beleidigen. Wenn ich mich dafür entschuldige, probiert ihr es dann wenigstens mal, hä? Na ja. Ach, wir sind ja nicht so. Eins, zwei und drei. Yippie! Guten Hunger! Ich verrate euer Geheimnis auch niemandem.
Schwierige Sache. Ja? Du siehst ziemlich betrübt aus, wie eine deine Schlacht gewonnen hat. Ja, du hättest allen Grund zum Feiern. Das mag sein, aber solange ich nicht weiß, wie ich meine Leute satt bekommen soll, ist mir nicht nach Siegesfeiern zumute. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Shere Khan fleißig neue Angriffe plant. Aber ich bin froh, dass ihr mich aufsucht. Mich interessieren die Medaillen. Erzählt mir mehr davon. Wollen wir? Dann los. Das hier ist Ratzes, der Pharao. Er hat uns die Medaillen geschenkt. Sie besitzen geheime Kräfte, die von den alten Magiern herstammen. Unglaublich. Und ihr könnt damit alles sehen, was verborgen ist und weit weg von uns geschieht? Meine erfüllt Wünsche, die von Dünn gibt den Weitblick. Zum Beispiel auf Shere Khan. Eine Probe gefällig? Bitte sehr. Sofort. Oh. Einen Moment Geduld. Jetzt. Eure Feigheit war schuld an der Niederlage. Oh, verzeiht, Herr. Zunächst verlange ich eine Meldung über unsere Verluste. Nein, nicht über die Verluste, über die jetzige Kampfstärke. Wer ist noch fähig zum Einsatz? Was ist los? Wollt ihr euch wieder drücken? Nun los, Freiwillige vor, ich warte. Sie sind nicht sehr gut in Form, wisst ihr? Die Angst vor Simba. Sie sitzt mir noch in allen Gliedern. Darüber lachst du sofort mit dir, Scheußer. Aber Meister. Da du es so lustig findest, wirst du den nächsten Angriff leiten. Ich in die vorderste Linie? Oh nein, Meister, ich bin kein Stratege und schon gar kein Genie wie ihr. Lasst Gnade walten, ich flehe euch an. Hört, wie er winselt. Ich tue alles für euch, aber nicht das. Weg mit ihr und ihr hört jetzt zu. Ich will zu euren Gunsten annehmen, dass ihr nur eine Pause nötig habt, um danach umso stärker zu fechten. So ist es, Herr. Wir brauchen Zeit, um die Wunden zu heilen. Die Truppen sind momentan wirklich nicht einsatzbereit. Tja, keine günstige Situation. Simba und seine Kumpane werden sich beschwingt fühlen nach ihrem Sieg. Und wenn sie erst feststellen, in welchem Zustand ihr seid, werden sie dreister und dreister. Simba muss uns weiterhin für stark halten und für ungebrochen. Tja, nur was tun wir, damit er diesen Eindruck von uns gewinnt? Ich wüsste eine Lösung. Hör zu, Corny. Wir schicken uns einen Stern zum Krieger in Simbas Lager und wir provozieren den Neuen. Hast du kapiert? Wenn wir so vorgehen, muss er die Segel streichen. Ihr seid wieder genial, Meister. Ein großartiger Plan. Unser Feldherr lebe hoch. Nun jubelt doch schon. Hip, hip, hurra! Was sagst du? Unglaublich. Ich kann es noch nicht fassen. Das haut ihn um, was? Hm? So stark hat er meine Medaille nicht eingeschätzt. So, in 2 Tagen bist du wieder wie neu. Dünn, es war sehr hart, was wir erfahren mussten. Wenn Shere Khan seine Absicht verwirklicht, wären wir gut beraten, mit unseren Kriegern weiterzuziehen. Doch dazu brauchen sie Kraft. Könntet ihr mit der Medaille Futter beschaffen? Sicher, gar kein Problem. Im Nu werden die leckersten Dinge herbeischweben. Bravo, Junge, dein Zauber hat gewirkt. Nur eins hast du vergessen, es sind nämlich Vegetarier. Wege was? Vegetarier, sie fressen nur Pflanzen. Oh. Sie könnten den Käse doch mal probieren, es ist Schweizer erstklassige Ware. Ihre Mägen vertragen nur Pflanzenkost wie Gras und so weiter. Die Ärmsten, was denen alles entgeht. Pardon, das wusste ich nicht, wird sofort korrigiert. Und 1 und 2 und 3, na los. Wunderbar, jetzt können Sie nach Herzenslust schnabulieren. Danke, XL. Was ist Gras gegen Käse? Da lachst du noch? Koste du mal das Zeug, da! Bin ich Vegetarier? Ein Wunder ist geschehen. Plötzlich gibt es frisches Gras mitten in der Steppe.
Psst, nicht so laut. Das Wunder ist unser Geheimnis. Wir haben einen Magier auf unserer Seite. Das darf Shere Khan nicht erfahren. Mit den Medaillen sind wir dem Ziel schon näher. Toll, dass wir jetzt unseren Teil dazu beitragen können. Simba, der Feind ist im Anmarsch. Schon? Und niemand gab Alarm? Oh. Schnell, schützt die Verwundeten! Hey, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Seid ihr etwa betrunken oder was? Die Zaubermedaille hat nicht geblinkt. Vielleicht sind es keine Feinde. Du denkst doch nicht, die stürmen hierher, nur um uns guten Tag zu sagen. Sollen wir sie aufhalten? Nein. Lassen wir sie kommen. Mal sehen, was sie hier wollen. Noch nicht, Blitzi. Erst auf Befehl. Ein Trupp Nashörner. Verjagen wir sie. Ich glaube nicht, dass sie Ärger machen. Sie sehen eher aus, als wollten sie mit uns verhandeln. Niemand rührt sich, bevor ich den Befehl gebe. Geh schon rum. Grüß ihn, wie sie es gehört. Zeig's ihm. Er bedroht Toy. Greifen wir an. Nein, noch nicht, wartet. Toy, lass ihn, komm her. Ich heiße Ronko und ich fordere euch zum Duell. Was? Zu einem Duell? Na gut. Ah, ein fauler Trick, er will uns einschüchtern. Ihr tritt hier selbstsicher auf, es könnte eine Falle sein, Simba. Sieh mal nach, was deine Medaille zeigt. Überhaupt nicht, sieht so aus, als müsste Simba selber entscheiden. Und wie entscheidest du? Wir müssen die Forderung annehmen, schon um zu zeigen, dass wir keine Angst vor ihnen haben. Gut, Simba! Ja, Simba! Der Fall ist klar. Wir treten zum Duell an. Unter der Bedingung, dass alles fair bleibt. Sei ganz beruhigt. Regelverstöße habe ich nicht nötig. Und welche Kampftechnik schlägst du vor? Mit dem Horn gegen den Kopf. Aber ich warne euch, mich hat noch niemand besiegt. Niemand besiegt ihn. Ihr seht keine Schicht gegen ihn. Das kriegt ihr gleich zu spüren. Nimm sie in Ruhe. Wir wollen nicht hinsehen. Also gut, Hilfe von außen ist aber verboten und Beißen auch. Ja doch, genug der Vorrede. Sag, wer gegen mich antritt. Nimm einen, der stark genug ist. Nimm mich. Es wäre nicht das erste Nashorn, das ich erledige. Nein, wartet. Ich mach... Ja, sehr gut. Du bist geeignet dazu. Also, Blitzi, Ronko gehört dir. Ich weiß, dass er mutig ist, aber als Gegner für einen Nashorn. Vertrauen wir Simbas Entschluss. Glaubst du, dass Blitzi gewinnt? Naja, die Chancen stehen 50 zu 50. Dieses komische Monstrum soll mich flachlegen. Das Einzige, was er gewinnen könnte, wäre ein Preis für Hässlichkeit. Hast du dich mal im Spiegel gesehen? Ein schönes Preis kriegst du bestimmt nicht. Du kriegst nur einen für die längste Nase. So gekränkt hat mich noch keiner. Das nimmst du also als Vorwand, um zu gehen. Ich drück mich nicht. Fang mir an. Gut so, Ronko, den zerquetscht du doch. Ja, wie eine Fliege. Das ist doch ein Baby. Bring die kurze Linke und sieh zu, dass er aus dem Gleichgewicht kommt. Aus der Deckung heraus, kurze Schläge, peng, peng und dann Beinarbeit. Damit schickst du ihn auf die Bretter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mach dich richtig warm vorher, klar? Und wenn du eine fängst, bloß nicht anzählen lassen, ne? Hepp und gleich wieder aufstehen. Und noch etwas, Blitzi. Hör mir gut zu. Auf mein Ehr und dann magst du ihn, sobald er dir nachsetzt. Verstehen wir uns, Blitzi?
Komm endlich her, du Mini-Monster! Es geht um unsere Ehre, Blitzi. Vergiss nicht, dass du uns alle verteidigst. Nun los! Ja! Hau ihm eins auf die Nase! Wir wissen, dass du schaffst! Der reißt vor ihm aus! Nein, der macht einen Solotanz! Der ist ja vom Ballett! Jetzt kriegt das mit der Angst. Ronko zeigt ihm, wo es lang geht. Ja. Gut, so setz ihm nach, Ronko. Hat der Scheich! Wie kannst du dich so erniedrigen, Ronko? Gib mir lieber den Staub zu fressen, denn du bringst mich zum Heulen. Eine Schande bist du! Du sollst mich noch kennenlernen. Jetzt mach ich ernst. Diesmal schluckt ihr den Staub. Seid ihr zufrieden? Reife Leistung. Aufstehen und weiter so. Nun mach schon. Verpass ihm deine Haare. Und was, wenn er noch so eins fängt? Du hast ihm gezeigt, wo sein Platz ist. Gut gemacht, Ronko. Nun pack ihn am Schwanz und schleif ihn durch den Mann. Nein, fertig! Der Champion Rock. Nur du, bravo! Hey, na du, will der noch was? Ah, jetzt. Mit dem Getue machst du mir keine Angst. Das bringt mich jetzt richtig in Fahrt. Komm nur! Los, kämpf weiter, Blitzi. Du stehst kurz vor dem Sieg. Das. Shere Khans Armee. Das wird ein Überfall. Und wir sind zu wenige gegen nur diese nicht aufgeben. Siehst du diese Meute? Die zerstampfen uns zu Kartoffelbrei. Und ich will kein Kartoffelbrei sein. Bambi, uns bleibt nur ein Ausweg, unsere Sternenkraft einzusetzen. So, Feuer! Das habe ich gesagt. Oh.
Attacke! Jetzt die Antilopen und die Zebras. Frontalangriff! Schert euch zurück nach Hause, ihr lause Viecher! Hurra! Wir haben gewonnen! Sie laufen wie die Hasen! Den Triumph verdanken wir dir. Du hast dich erneut als würdiger Feldherr erwiesen. Oh, danke. Aber weißt du, eigentlich... Oh! Ist ja gut! Los jetzt! Blitzi! Blitzi! Im Namen von uns allen danke ich dir für deinen kühnen Einsatz. Du hast unsere Ehre damit gerettet. Wir sind sehr stolz auf dich. Vivat hoch! Es lebe Blitzi! Vivat! Es war ein fairer Kampf mit ihm. Ich gebe mich geschlagen, Simba. Ich bin euer Gefangener. Wir sind nicht auf Vergeltung aus. Wir wollen nur, dass alle in Frieden leben. Deshalb lasse ich dir die Wahl. Du kannst deiner Wege gehen oder dich uns anschließen. Nun? Ich verneige mich vor deiner Großmut. Dein Anerbieten zeigt mir, dass du ein wahrer König bist. Solch einem Herrn folgt man gern. Dass ich bisher in den Diensten des bösen Shere Khan stand, erfüllt mich jetzt mit Beschämung. Dir diene ich mit gutem Gewissen. Und ich hoffe, dich nicht zu enttäuschen. Wollt ihr das? Ja, Bronco, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Ich mach auch nie wieder Witze über deine Nase. Schon gut. Wirst du mich nicht mehr verprügeln? Was meinst du, Blitzi? Zuneigung braucht keine Worte. Wunderschön, wenn aus Feinden Freunde werden. Ja, du sagst es. Und ein Freund wie Ronko wird uns bei den Kämpfen eine große Stütze sein. Armer Shere Khan. Von nun an könnt ihr auf mich zählen. Und du kannst auf uns zählen. Vergiss deine Medaille, sie hat nichts davon gezeigt. Doch hat sie, pass auf. Wenn sie nicht blinkt, dann heißt das, alles geht gut aus. Wieder einmal reichte Shere Khans Hinterlist nicht aus, um Simba und dessen Freunde zu bezwingen. Er verlor diesmal sogar doppelt, denn Ronko, sein stärkstes Nashorn, gehörte nun zu Simbas Verbündeten. Und trotzdem sollten sich unsere tapferen Helden noch nicht allzu sicher fühlen. Ein angeschlagener Tiger ist am gefährlichsten, sagt man. Wer weiß, wie oft Dünns Zaubermedaille noch Alarm blinken muss.